Ja, jeden zweiten Tag ungefähr, jeden zweiten Vlog werde ich berichten über Projekte, die wir gemacht haben. Also zurzeit läuft der Corona-Bildungsserver und hier haben wir ein Projekt gemacht, das mit einer Kinderkirche gemacht worden ist aus dem Rande von Wittenberg, vom Kirchspiel Dobien und vielen weiteren, die mitgewirkt haben. Also wir haben in der Kinderkirche war das Thema, in einer Zoom-Konferenz wurde darüber gesprochen, dass jetzt Passionszeit ist und dass am Anfang Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und dann war die Frage, wie sieht Jerusalem aus? Und sie haben sich einen Ort gesucht zwischen Hügeln und eher mit Wüste, weil Jerusalem im Gebirge liegt und eher in der Wüste. Sie haben einen Berg Golgatha daneben gebaut mit verschiedenen Kreuzen. Und dann haben wir und sie haben die Stadtmauer gebaut und dann haben sie andere dazu eingeladen, in einem Live-Event die Stadt zu bauen, Gebäude zu bauen in der Stadt. Wir werden gleich ein bisschen reingucken in das Live-Event. Ich werde ein paar Ausschnitte zeigen aus dem Live-Event auch zwischendurch, wo gebaut wurde. Parallel sind die Teilnehmer eingeladen, in einem Discord-Channel sich zu treffen, also auch miteinander zu chatten, also zu sprechen, sodass wir nicht nur den Mindtest-Chat verwenden, über den wir natürlich auch Dinge schreiben können. Und das habe ich im Hintergrund einfach laufen, sodass dass ihr dann einfach ein Gefühl kriegt, wie könnte sowas ablaufen als so ein Live-Event, was könnte das sein? Ich habe echt lange nicht mehr Minecraft gespielt und es macht gerade voll Spaß. Also ich spiele schon. Genau, also man Also sieht das bei jetzt hier bei mir dem ist Live-Event, hier es sind nicht mal. verschiedene Mir Leute auf macht dem es immer Server. Wir Spaß. bauen hier gerade Jerusalem Mir auch. nach. Hier Man sieht tut das oben auf halt den Berg an immer. den Kreuzen, Seit die gebaut Jahren worden immer. sind. Das Ziel ist, dass wir Also, 18 Uhr durch also, dieses Tor einziehen in diese Stadt. die Also wir können ja Feuer mal auf in ein dem Haus Teppich. reingucken. Nee, Teppich gab's nicht. Feuer Feuer auf auf dem dem Boden. Boden. Feuer auf dem Boden, das ist eine gute Idee. Und Ja, ein Bett natürlich. Jesus ist wieder da. Jesus ist wieder da. Ja. Guten Tag. Hier ist Jesus. Er wird also noch eingerichtet in diesem Andrea, Haus, bleib mal wird gerade stehen. Ich drinnen meine, irgendwie aber gestaltet. bleib mal stehen. Ich sag dir, Und das ist so ein typisches Live-Event, wann wie wir es machen wollen. Wir haben uns jetzt um 17 Uhr getroffen oder manche sind auch ein bisschen später gekommen. Und hier sieht man, was so langsam entsteht an Gebäuden. So, ich glaube, jetzt zieht du Jesus musst gleich nach nach vorne, du Jerusalem ein, weißt oder? genau. Und die ganze Meute kommt mit, schön nebeneinander. Oh, Jesus auf dem Esel oder auf dem Pferd kommt eingeritten. Das Pferd bäumt sich auf. Die Wache mit bisschen Abstand. Sehr schön, wie sie nach Jerusalem einziehen hier. Hey. Ah, ich sehe die Kamera. So, Oh, jetzt. schön. Jetzt gehen wir genau zu meinem Haus. Das finde ich schön. Hast du Jesu zu verdanken? Weil Jesus genau neben mir gebaut hat. Oh, ich wohne neben Jesus. Hallo? Also, wir Mit einem schlichten Bett. wohnen alle da. Gab es Ha? da mal Betten? Auch noch nicht? Betten? Also ich glaube schon, dass es Betten gab. Gab es da mal zu Betten? Ah, keine Bücherregale. Nee. Ja, Und also wahrscheinlich wenige auch Leute. nicht in Rot die Bettwäsche. Das könnte sein. Aber ich habe leider keine andere Bettwäsche gefunden. Oh, und Jesus kommt mit auf dem Pferd. Ein Pferd. Das Auf kann ja dem richtig Esel Spur essen. natürlich. Ja, Okay, Entschuldigung, dann auf dem Esel. auf und ich mache hier noch die Tür zu. Und dann können wir ja mal zum nächsten Haus checken. In meinem Haus ist jetzt noch nicht so viel. Ich habe noch keine Inneneinrichtung. Aber jemand hat neben mir gebaut und jetzt kann man da zu dem anderen reingehen. Das ist eigentlich, wir sind eine Nachbarwohnung. Ich habe eine Nachbarwohnung. Ah, okay. Ist leider noch nicht eingerichtet, aber es gibt eine coole Dachterrasse. Ja. Wie kommt man da Ah, hoch? sehr schön eingerichtet hier, das Haus Durch von die Treppe Cameron oder so. im Haus. Muss reingehen und da ist eine Treppe, dass man aufs Dach kann. Geh mal bitte aus, mir bitte raus. Danke. Jesus, gehen Ein tolles wir Leben. In dem Haus gibt es gar nicht so viel Besonderes. Es gibt ein bisschen Licht, es gibt ein bisschen Aber es gibt Stroh, ist eine schöne kuschelig, man Treppe kann nur nach noch oben. hochgehen. Hier oben kann man irgendwie schlafen. Ich habe nur kein Bett.
Einen schönen Blick aufs Stadttor hast du. Ähnliche Events zu ganz verschiedenen Themen werden wir in den nächsten Tagen regelmäßig durchführen und immer wieder auf blogs.rpi-virtuell.net/meintest veröffentlichen. Ja, soweit für den Moment. Das war ein Bericht von Tobias Akastogromi aus dem Live-Event des Corona-Servers.